Ja, hallo YouTube, Standard Skill am Start, heute mit einem neuen Video und weiter geht es mit dem Update, nämlich das Business DLC ist ja heute am 4. März veröffentlicht worden von Rockstar und ich möchte in diesem Video gerne euch die Klamotten vorstellen, die dazugekommen sind und dazu möchte ich noch meine Meinung sagen, wie ich das DLC-Paket im Allgemeinen finde. Erstmal zu den Klamotten bzw. die Erneuerungen, die dazugekommen sind, um seinen Charakter zu individualisieren. Die sind wirklich besonders für die weiblichen Charaktere sehr breit gefächert. Ihr seht, das Video ist relativ lang und es sind wirklich sehr viele Klamotten dazugekommen bzw. nicht dazugekommen, sondern es wurden halt die Farben variiert, die Muster variiert. Also ich muss sagen, im Großen und Ganzen sehr schick gemacht, sehr schön von Rockstar umgesetzt und passt sehr gut zu diesem Thema, was sie damit natürlich fokussieren, und zwar Business. Business ist auch ein gutes Stichwort für die Accessoires, nämlich neue Accessoires sind auch dazugekommen, unter anderem Uhren, Halstücher, Ketten, müsst ihr einfach mal selber gucken, hier im Hintergrund läuft die ganze Geschichte her und ich will einfach noch mal ein bisschen allgemein auf das Update drauf zukommen. Und zwar die Fahrzeuge, bin ich positiv überrascht, dass der Preis relativ günstig gehalten worden ist. Ich muss sagen, $500.000 bzw. $100.000 und $250.000 sind nicht wirklich Riesenpreise für solche Fahrzeuge, die sehr, sehr gut sich fahren, muss ich wirklich sagen. Also ich bin sehr überrascht, dass Rockstar die Preisschnalle etwas nach unten gedrängt hat. Und falls jetzt immer noch Leute sagen, ja, die sind zu teuer, ihr müsst auch wissen, diese Cashcards finanzieren diese DLCs. Und deswegen ist immer gewährleistet, dass halt wir DLCs kostenlos und regelmäßig von Rockstar erhalten. Und das ist wirklich den Leuten auch zu verdanken, die regelmäßig ja, ihr Geld dafür ausgeben. Ich würde es halt persönlich nicht machen, ihr Geld dafür ausgeben, Cashcards zu kaufen. Aber danke an die Leute, die es auf jeden Fall tun. Aber wenn ihr Unlimited Money sehen wollt, müsst ihr einfach den Kanal abonnieren, weil ich denke mal auch mit Patch 1.011 wird es gar nicht mehr so lange dauern. Dann gibt es auf jeden Fall hier was Neues für euch. Und zwar, ich habe da schon ein paar Ideen, aber das muss ich heute Abend einfach mal testen und eventuell wird morgen schon der nächste kommen, aber kann ich leider nicht versprechen, das muss man natürlich sehen, wie die Tage so sich entwickeln und ich Zeit habe, da ein bisschen was zu probieren. Ja, gehen wir einfach mal weiter und zwar ist ja auch ein neues Flugzeug dazugekommen, das ich auch extra nochmal in einem Video vorstellen werde. Ich muss sagen, dieses Flugzeug ist wirklich sehr schön, passt wie gesagt auch wie Arsch auf Augen oder weiß ich nicht, wie man das nennt, zu diesem Paket. Ist wirklich Business pur, dieser Privatjet, muss man wirklich sagen. Aber der einzige Manker ist $950.000, ist schon ein riesengroßer Preis. Also, ja, muss man gucken, wenn ihr halt natürlich Unlimited Money Glitches bis zum Abkotzen gemacht habt, sage ich jetzt mal im übertriebenen Sinne, könnt ihr euch die Kiste natürlich leisten. Lohnt sich auf jeden Fall auch, weil dieses Flugzeug ist einmalig, wirkt ziemlich cool und hat auch ein sehr edles Design. Also, kann ich jeden empfehlen. So, dann sind ja auch neue Tattoos und Masken dazu gekommen. Muss ich sagen, hat Rockstar sich sehr, sehr viel Mühe wieder gegeben. Kreativ gewirkt, sage ich jetzt mal. Passt sehr gut zum Paket. Ihr müsst ja, die Tattoos haben sie jetzt so gemacht, dass man unter anderem auch Crew-Tattoos sich machen kann. Also, dass ich jetzt das Emblem von meiner Crew auf dem Körper tätowieren lassen kann. Dazu kommt aber auch nochmal ein Video. Und die Masken sehen wirklich sehr, sehr gut aus. Besonders verschiedene Designs gefallen mir richtig gut. Also muss ich sagen, Daumen hoch, wie vom letzten Update, das Valentins DLC, bin ich sehr positiv überrascht von Rockstar und ich hoffe, das geht wirklich so weiter. Bald kommen ja hoffentlich die Banküberfälle und dann werde ich wahrscheinlich einen Blumenstrauß an Rockstar versenden, weil die einfach gute Arbeit im Moment leisten, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank dafür, Leute. Und ja, hat euch dieses Video gefallen, ihr könnt ja hier noch ein bisschen die Klamotten lauschen, gucken. Und ja, würde ich mich natürlich wie immer über eine positive Wertung freuen, Leute. Das war's gewesen, Leute. Haut rein, guckt deinen Standardskill-List hin. Thank you.
Da geht es.